Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Emo Tarkov. Wir starten natürlich wieder auf Shoreline durch, denn wir haben dann noch so die ein oder andere Quest zu erfüllen. Und mit die ein oder andere meine ich ehrlich gesagt nur zwei. Einmal müssen wir jetzt noch 10 Scavs legen. In der letzten Folge haben wir ja schon mal ein Drittel der 15 Scavs gelegt. Also für die, die kein Mathe können, das heißt 5 haben wir gelegt. Ne? 5 von 15, ein Drittel. Haben wir ein bisschen Mathe jetzt hier gemacht. Und ansonsten müssen wir halt immer noch drei Sachen markieren. Deswegen wäre es cool, wenn wir unten bei Cottages eben in der Richtung so spawnen, weil dann kann ich nämlich da direkt rumwuseln. Und ja, schauen wir mal. Das wäre natürlich Premium. So, ab geht die Party. Nee, die Party geht überhaupt gar nicht ab. Wir sind gespawnt. Ah, unten bei Road to Customs. Okay, dann geht's. Sollen wir dann zum Dingens gehen? Zum Resolver? Boah, dann hätten wir das. Oder? Doch, wir sind. Also wir könnten theoretisch. Ne, warte mal. Was erzähle ich denn da? Da ist das Ding, ne? Ja, guck, Leute, wir sind oben South Fence Passage gespawnt. Ja, ja, alles klar. Moin. Genau, da war ja. Da ist ja einer der Exits. Genau, alles klar. Achso, jetzt habe ich völlig vergessen. Wir sind ja wie immer überladen. Kacken wir jetzt drauf. Wir gehen jetzt mal voll in die Action. Rotzen ein paar PMCs weg und dann planten wir an dem gefährlichsten Spot den Marker. Da ist der große Fels. Das heißt, dahinter ist das Resort. Resort, wie ihr es auch immer betonen möchtet. Da gibt es theoretisch eigentlich, also theoretisch und praktisch, gute Loot-Spots. Aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich noch nicht so das krasse Bedürfnis, das Resort mal voll fett zu plündern. Weiß ich nicht. Oh, warte mal. Wir müssen als erstes, das habe ich jetzt absolut vergessen. Ich brauche erstmal einen vernünftigen Platz. Da, Busch. Nehmen wir den, der ist ein bisschen größer. So, jetzt werden wir uns erstmal mit unserem Kram hier beschäftigen. Wir könnten theoretisch das, nee, das gibt mehr Hydration als Energie. Also, sorry. Use all. Ansonsten können wir den den Vital Juice, den können wir auch uns direkt reinpfeifen. Pfeifen. So, check. So, ab zum Resort. Ballern, liebe Freunde. Ballern. Und jetzt spawnt da der scheiß Scav-Boss und nimmt uns erstmal anal, oral, digital. Okay, wir sind hier. Das ist doof. Muss man nämlich voll weit laufen. Muss man nämlich hier lang. Oder? Ja. Wir müssen einmal durch das komplette Ding durch. Aber wir gehen hier rum. So, jetzt sind wir im Admin Basement.
Ja, wir sind Admin Basement. Wir müssen eigentlich nur gerade straight geradeaus. So, da vorne ist unser Ziel. Hey, willst du mich vereiern, Alter? Wait a minute. Ich hab die doch dabei. Aber auf jeden Fall schon Skeff zu hören. Dich holen wir gleich. Naja, beruhig dich. Ja, bleib doch entspannt, Alter. Warum denn diese Eile? So, da gehen wir raus. Aus der Party. Korrigiere, da gehen wir nicht raus. Hier gehen wir raus aus der Party. So. Ja, am liebsten, to be honest, würde ich jetzt zu Cottages gehen und das machen wir jetzt auch. Und dann, safe können wir am Lighthouse extracten, ne? Ja, vergesst das mal mit dem Safe. Ja, dann gehe ich jetzt auf jeden Fall als nächstes zu Construction, beziehungsweise Cottages, Entschuldigung. Und da werde ich erst den Spot holen, dann werde ich ein bisschen looten. Vielleicht finden wir ja das ein oder andere Quest-Item. Dann gehen wir zum Strand, zum Pier, looten da und dann... Und dann gehen wir raus. So, das war ein easy Scav. Ey, gut, dass wir den Dude gelootet haben. Der hat ein bisschen... Items für uns. Voll nett von ihm. So. Das war Box Truck. Oder das ist Box Truck. Da sind die Dinger. Das heißt, cool, wir laufen denen nach. Wir folgen den Streben und dann werden wir an Cottages unseren nächsten Auftrag erfüllen.
Also eigentlich ist die Waffe halt null was. Ich muss auch links von dem Ding bleiben. Also nicht, dass ihr euch wundert, ich muss links davon bleiben. Eigentlich ist die Waffe halt null was fürs Fernkampf, sondern eher so für mittlere Range-Kämpfe. Aber ja. Ich habe sie trotzdem mitgenommen. So, da ist Construction. Und Cottages. Aber ich will hier nicht unbedingt über das offene Feld laufen. Wenn wir jetzt hier auf jeden Fall bei Cottages übel aufräumen. Oder sterben. Eins von beiden auf jeden Fall. Und dann geht die Party weiter. Da vorne ist auf jeden Fall schon das Ding, wo wir hin müssen. Er ist halt leider nicht, wo der Skeft Boy ist. Kurz entspannen. Und weiter geht's. Nein, das ist er nicht. Ich vermute, dass der in dem Teilbereich ist. Sind wir auf jeden Fall schwerer zu spotten. Also ich werde jetzt hier auf jeden Fall looten. Komme, was wolle, Alter. Juckt mich doch nicht. So, wir sind auch inzwischen bei 6 Scavs angekommen. Kommen wir da nicht rein? Das wäre jetzt uncool. Ich muss anfangen zu lernen, auch mal No-Scope zu schießen. Ja, Gesundheit, Alter. Macht doch noch mehr Lärm. Da hat jetzt No-Scope keinen Sinn gemacht. Ja, du gut, Alter. So, das waren jetzt 3 weitere in diesem Run. Dann wären wir bei 8. Die Skeps geben sich auch überhaupt keine Mühe. Ach ja, das war ja der Bums-Abstellraum, wo eh nichts drin ist. Das war leicht retarded von dir, Kollege. Aber wirklich nur minimal. Na, also. Ich bin dir jetzt nicht böse, aber das war halt wirklich retarded. Wir müssen ja bei den Fakten bleiben, ne? Ja, jetzt hier nicht lügen, Alter, nur weil wir weil Freunde waren. Weil wir einen Saufen waren. Schön, cool. Da hängt ein Scheiß drin, ah. Junge, Alter, willst du mich verarschen? Kleb doch da am besten Zettel dran, Hara, du Lutscher. Kein Loot für dich. Ah, cool.
cool. Junge, hör doch auf. Ist aber keine Jacke. Wo waren denn nochmal die Jacken, die ich hier looten konnte? Achso, warte mal, wenn wir schon mal hier sind. Hä? Ich keine Dingens mitgenommen? Ersatzmoney? Das ist jetzt leicht dumm. Na gut. Passt voll. Ja, passt schon. Singlefire. Kannst ja mal raten, was du mit der Singlefire-Waffe machen kannst, ja. Richtig, dir in den Popo schieben. Hi. Oh, hier ist ja keiner. Nee, nicht mal bitte wenigstens Marlboro-Kippen da reinlegen. So schnell kann ich flicken. Ich werde halt nur nicht treffen, ne? So. Ich würde sagen, genug Cottages. Wir gehen runter zum Pier. Geht mir auf die Säge. Oh, wartet mal. Da ist der Knick. Da ist der Knick, das heißt, wir müssen in die Richtung. Und zwar straight. Gehe nicht über los, ziehe nicht 200 Euro ein. Und auch nicht 200 Rubel. Wait a minute, wir verlieren Energie, wenn wir ganz normal gehen. Das ist ja hart behindert. Ich raff das echt nicht. Nur weil wir einen Pilgrim-Rucksack haben, sind wir von vornherein. Ja, okay, das Rig ist halt auch nicht gerade leicht, ne? Aber nur wegen der beiden Sachen sind wir halt von vornherein schon mal im Nachteil. Was unser Gewicht angeht. Ist ein bisschen Mobbing. So, also jetzt nur noch einmal zum Pier. Und dann gehen wir, oder sollen wir nochmal Skeff Island gehen? Wir können theoretisch auch nochmal nach Skeff Island gehen. Warte mal, wie viele Minuten haben wir noch? 32. Aber jetzt räumen wir sowieso erstmal beim Dingens auf. Nee, ganz ehrlich, wir können das mit Skeff Island auch einfach ad acta legen. Ich glaube, ich habe fast wieder 5 Skeffs diese Runde geholt, ne? Konnte man nicht irgendwie... Warte mal. Ö, FPS 1. FPS 1, okay. So, gut, dann weg damit. Konnte man sich nicht irgendwie mal anzeigen lassen mit Netcode und so einem Scheiß, wo man daraufhin ablesen konnte, wie viel Scavs, beziehungsweise wann die Scavs gespawnt sind? Das hatte mir Bandit doch damals gezeigt. Das weiß ich doch noch. So, hier ist die Gas Station, da können wir mal kurz ein Auge drauf werfen. Ob da irgendein Scav pimmelt. Das ist nicht die Gas Station. Die ist hier vorne.
Hinten ist Death Island, ne? Kennen wir ja inzwischen mehr als gut. Oft genug dran gestorben. In dieser Kackinsel, auch als Gav. Von anderen Skavs erschossen, also nicht von PMC, sondern von Skavs erschossen. Und ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr als 20, ich glaube 23 Level 10er Tags. Dann können wir uns die Lucky Junkbox oder die Skavbox da ertraden. Beziehungsweise, ja doch, ertraden kann man ruhig sagen. So, dann räumen wir mal hier kurz an der Tanke auf. Kurze Frage, ihr habt den auch gesehen, oder? Da war doch einer. Oder bin ich jetzt echt so blind? Leute. Der Fleet, der muss mal kurz hier Pause machen. Er hat nämlich schon wieder keine Kondition mehr. Nicht noch ein toter Scav. Da liegen noch zwei tote Skavs. Oh, der hat eine Ader. Ach, nicht eine Ader, eine DT. SS-Rucksack auf. Und eine SKS. Das können wir aber nicht mehr mitnehmen. Nee, kommt Leute, ich gehe raus. Ganz ehrlich, das hat keinen Sinn. Mit der fetten Beladung hier jetzt noch rumzuwursten. Wenn uns ja alleine schon durchs normale Gehen einfach komplett die Kondi abhanden geht. Das macht halt für mich ehrlich gesagt null Sinn. Ach, Mann. Ja, wir haben auf jeden Fall ordentlich was mitgenommen. Das war wirklich ordentlich. Das mal auch hier rein. Vielleicht, also falls alle Stricke reißen, dann. Na? Aber, ganz ehrlich. Inzwischen, na? Sind wir. Ich will jetzt nicht krass sagen, aber inzwischen sind wir auf jeden Fall schon viel, viel besser, was, was die Survival Rate angeht, was die, was das Gunfight, was den Gunfight betrifft. Guckt, seht ihr? Ich laufe ganz normal und minimal verliere ich. Verliere ich an Dingens. An Hell. Nicht an Hell. Ja, genau, Alter. Stell dir vor, an Hells, ey. An Kondition, an Stamina. Unschwer auch zu erkennen, dass wir überladen sind, ist, weil wir nicht mehr die volle Sprintgeschwindigkeit haben. Bin schon wieder so voll, Alter. Wenn wir jetzt mal bei Tunnel rausgehen.
Vielleicht haben wir da ja auch noch ein bisschen Scaff-Action, dass wir auf die 10 kommen. Weil ich glaube, bei 8 sind wir, ne? Ne, bei... Also ich meine jetzt 8 Scaffs in dem Spiel jetzt hier. In der Lobby. So, da unten ist diese Bunker. Wo wir jetzt aber nicht looten gehen, weil... Was soll ich noch mitnehmen, Alter? Ich bin... voller gepackt als der Rucksack vom Weihnachtsmann, ne? Ich bin nicht auch der russische Weihnachtsmann. Wobei, ne, warte mal, wir sind ja gar nicht Dingens. Wir sind ja gar nicht Bear, wir sind ja Jusek. Also der amerikanische Weihnachtsmann. Okay, Straße. Wenn das die Straße ist. Dann sind wir ja schon da. Nein, das ist die nicht. Nein. Das ist die andere Querstraße. Aber das Ding gerade war doch der Bank. Da, siehst du, da ist Gaff Island. Nein. Dann war das Ding da hinten nicht Bunker, dann war das Pond. Und was spawnt da so? Fence Gap. Ach, das heißt nur, dass man da durch kann. Okay. Ja, aber das sah halt original wirklich aus wie der Bunker. Ja, komm, ist doch jetzt egal. Ja. Ich hab mich geirrt. Da ist nämlich der Bunker. Scaffs habe ich gehört. Und leider werden wir auch in relativ naher Zukunft auf unsere Hassmap zurück müssen. Nämlich auf Woods. Wobei, inzwischen haben wir ja einen Kompass. Vielleicht läuft es ja jetzt mit Kompass dann besser. Werden wir auf Woods zurückkehren müssen. Es darf nicht zu weit rechts gehen, weil sonst sind wir wieder bei Downtown. Und Downtown ist ja Scaff Area. Ja. Weil wir da natürlich jetzt einiges an Quests haben. Eine auf jeden Fall für Therapist, zwei alleine schon für Jäger. Dann haben wir noch ein Dingens, wo wir drei PMCs auf Woods über 100 Meter mit Rifle killen müssen. Wir werden hier vorne jetzt mal kurz ein Boyskin machen. Ja, also es ist auf jeden Fall einiges an Quest jetzt auf Wood fällig. Das Gute ist, ich muss bei Tunnel raus. Egal. Die VSS bringt zwar auch 120.000 oder so. Oh ja, scheiß drauf. Apropos Geld bringen. Vom letzten Raid, ich habe das Ding alles verkauft, was da so drin war. 700.000 Rubel haben wir damit gemacht. Und das, was mich am meisten gewundert hat, wir hatten ja zwei SVDs. Und die teure SVD, die hat uns 120.000, glaube ich, gebracht. Die haben eine 90.000, aber das ist jetzt unabhängig davon. Diese Pistol, die wir gelootet haben, die hat einfach 132.000 Rubel gebracht. Das heißt, diese Pistol war aufgrund der Modifikation mehr wert als die reine SVD mit Scope. Nur das mal für euch so zur Info. 5 Scaffs haben wir wieder gekillt, also sind wir jetzt bei 10. Hat's echt nur 5? Das kam mir mehr vor, to be honest.
Krass. Krass, krass. So. Jetzt sind wir schon bei 10. Ich werde jetzt mal eben schauen, weil eigentlich müsste ja jetzt nur noch ein Tisch auf Dingens offen sein. Auf der, der Prepper-Task. Aber, to be honest, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der zweite, den wir platziert haben, nicht gezählt hat, weil wir hatten dadurch, glaube ich, unten nicht die Anzeige, dass ein Subtask erfüllt wurde. Deswegen werde ich da jetzt nochmal fix nachgucken. Hey, jetzt geht er mir wieder mit seiner hässlichen Keller auf den Sack, ey. Hier ist eine Keller, wolltest du die nicht wieder haben? Nein, will ich nicht. Ganz bald, ganz verscherbeln. Apropos verscherbeln, wartet mal. Och, Peacekeeper, Mann. Ich habe nämlich hier den Kram weitergemacht, ganz mit Part 12. Dafür mussten wir diese AK modden, mussten sie folden. Weil das durften nur 8 Slots sein oder 8 Cells statt 10. Zack. So, wir gucken mal eben, haben wir irgendwas mitgenommen, was wir noch abgeben können? Ne. Ihr seht ja hier Woods from distance more than 100. Das machen wir auf jeden Fall, aber dafür nehmen wir halt eine Sniper mit. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht welche. In der nächsten Folge oder bis zur nächsten Folge werde ich die SIG MPX nach seinen Vorstellungen hier fertig machen. Ja. Irgendwas wollte ich noch. Ah, schenkt er uns einfach eine Schrotze. Ich mag keine Schrotze, ne? Oh, Entschuldigung. Ich fasst an den falschen. What the fuck? Das ist ein. Wieso ist denn das ein 1-Million-Stack? Hä? Wieso? Wartet mal fix. Also da oben 500.000, ne? Das ist halt original 1-Million-Stack. Warum? Wie kommen wir denn zu einem 1-Million-Rubel-Stack? Wie geht denn sowas? Naja, to be honest, ich guck mir das jetzt nicht an. Ja, ich werde den Dude jetzt hier leer machen. Ah ne, wartet. Wir wollten ja eben fix zusammen mal schauen. So. Das ist der, hier müssen wir nämlich auch 15 Scavs auf Woods killen. Das haben wir schon mal 10 Stück. 10.800 XP geht das. Und der gibt es dafür eine Armor. Ich glaube, Armor Class 5 ist das. Das ist, meine ich, Armor Class 5. Doch, hat er gezählt. Perfekt, cool. Also brauchen wir nur noch einen Trading Post markieren. Nämlich den am Pier. Und dann haben wir das. Das heißt, in der nächsten Folge, da werden wir einfach eiskalt zum Pier, dann vielleicht zur Weather Station. Je nachdem halt auch vor allen Dingen, wo wir spawnen. Ne? Also wisst ihr Bescheid. Die Action geht hier knallhart weiter bei Emo Tarkov. Und ja, ich bin raus. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Steinert rein, cheerio.